Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und heute machen wir mal was anderes. Und zwar hat der gute Skandal eine sehr gute Idee gehabt. Wir spielen heute Würdest du? Das Spiel lautet Würdest du eher? Ich werde den Leuten hier Fragen stellen und die müssen mir die wahrheitsgemäß beantworten. Also quasi, würdest du dir eher einen Arm abschneiden oder eher einen Fuß? Mäßig, genau. So, okay. Und dann müssen wir entscheiden, warum. Okay, die erste Frage lautet, super schnell sein oder super stark sein? Okay. Für mich ist schon klar. Für mich auch. Ich für mich auch. Sag, super schnell. Super stark. Super stark. Super stark. Bruder, weißt du warum? Super schnell bin ich schon. Wenn ich eine Olle weghau, bin ich in einer Minute fertig. Bruder, aber was bringt dir die Stärke, ne, wenn du schneller bist als der? Guck mal, aber nur weil du schnell bist, heißt das nicht, dass du eine gute Ausdauer hast. Willst Stell du lieber dir mal vor, du hast eine Schnelligkeit nur für eine Minute. Das weißt du, mit was man das. Weißt du, womit man das rein theoretisch jetzt vergleichen könnte? Muhammad Ali und Mike Tyson. Muhammad Ali war unfassbar schnell, Mike Tyson war schnell. Aus allem eine Wissenschaft. Wow, wie aus allem macht ihr eine Wissenschaft. Boah! Den Anzug von Iron Man haben, das Geld von Iron Man das haben. Geld das sofort. Geld sofort. Geld, Bruder. Scheiß auf den Anzug, Bruder. Stimmt, den Anzug. Scheiß auf den Anzug. Boah, dritte Mal in der nächsten Runde mit Iron Man Anzug. Ja, safe, Digga. Der hat mein Ende gemacht. Bruder, das ist ja richtig krass. Schau mal, das ist jetzt Iron Man. Der kommt jetzt Iron Man. Morgen, er sagt Zitanga. Wallah, ich warte nur darauf, Bruder. Guck mal, Jungs, ich hab eine gute Frage. Nie wieder sehen können oder nie wieder laufen können? Boah, ich hab's aber, ich hab meine Antwort. Nie wieder laufen. Nie wieder laufen. Nie wieder laufen. Ganz klar. Ich auch. Allah, nie wieder laufen. Weißt du wieso? Du kannst ein Benz fahren ohne. Ich wollte einfach sagen, es gibt ja Fahrzeuge. Egal, gerne mal nach. Mach nächste Frage. $1 für jede gute Tat erhalten, die du tust. Oder? Oder $100 für. $1 für jede gute Tat oder $100 für jede schlechte? Ja. Gib mir die andere. Aber du musst auch darunter vorstellen, wenn du schlechte Taten machst, du kannst reingehen, erstens. Ja, aber du kannst auch dadurch noch mehr Geld machen. Oh, was hast du gemacht? Und zweitens, Bruder. Ja, aber das Leben nach dem Tod, so kommt auch noch dazu. Ja, Bruder, deswegen. Guck mal, das Ding ist, du sagst, du kannst reingehen. Schlimmer, mal, Bruder, was hast du gemacht? Du kannst auch schlechte Taten machen, die nicht so krass sind. Ja, Bruder, das Beispiel Rauchen. Ist Rauchen eine schlechte Tat für euch? Ja, 100%, weil du schädigst. Wallah, ich nehme die schlechte Tat, jeden Huni. Wallah, jede Kippe ein Huni, Bruder, was ist? Recht. Musik machen, alles, Bruder. Das sind alles, Digga, so, wenn du so guckst. Die Frage ja, ist, so guckst, ja. Deswegen. Die Frage ist, wir können nicht entscheiden, was gut und was schlecht ist. Nein, nein, das doch, das können wir. Guck mal. Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Das können wir, aber. Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Schau, jetzt ein weiser Mann, warte. Du hast vollkommen recht, ne? Du hast gesagt, immer mit aber wir sollten uns doch lieber dann, lieber die eine Dollar-Sache nehmen, damit wir uns lieber darauf fokussieren, gute Taten zu machen. Ja, damit eben. Wir immer einen stark. Dollar richtig. Stark. Skandal, hab ich geschickt. Wallah, niemals, gib mir die 100 Dollar. Ich hab nur so geredet. Ich hoffe, ich wollte nur ihr Herz erobern. Hast du mich gepickt? Mit einem Löwen ringen oder gegen einen Hai kämpfen? Löwe. Löwe. Warum? Ich sag auch wieso. Ich sag Hai. Bruder, guck mal, ein Löwe ist viel gefährlicher in meinen Augen als ein Hai. Weißt du warum? Nein! Warte doch mal! Warte doch mal! Hai wiegt? Warte doch mal! Ein Löwe, der hat Krallen. Der hat seinen Schwanz, womit er dich weghauen kann. Und der kann dich nochmal mit seinem Maul packen. Mann, ich hab noch nie gehört, dass ein Löwe mit deinem Schwanz jemand weghauen hat. Was hast du gemacht? Aber stell dir vor, der schlägt dich mit seinem Schwanz. Über welchen Löwen redest du? Guck mal. Aber jetzt bei einem Hai, der hat ja nur seinen Mund. Ja, aber Walla, schau. Pack den Hai einfach. Dann kann er dich schon nicht mehr beißen. Darf ich mal was sagen? Ja, er hat Hai zum Hund gemacht. Er hat Hai zu Maus gemacht. Er macht ja nicht so. Ich erkläre dir. Ja, gib mir Kopf los. Sag du erstmal. Okay, ich sag jetzt wieso und ich glaube, er meint das Gleiche. Wenn ich im Wasser bin, ja, habe ich viel weniger Chancen, wenn ich auf dem Land bin mit einem Löwen. Beispiel, ich ringe, ich kletter schnell auf den Baum. Ja, oder der ich kann nicht klettern. Aber er hat trotzdem recht, im Wasser du bist du komplett aufgeschmissen. Viel mehr Chancen. Oder? Warum? Ich erkläre dir warum. Wenn weil du schwimmen ey, was hast du denn zuerst gelernt? Mal, das Laufen, dir. Oder? Ein Löwe beispielsweise. Ja, hat doch nichts damit zu tun. Guck mal, Bruder, du bist auf dem Land wesentlich mehr Vorteile als im Wasser. 100%. Hat er recht. Guck mal, ein Löwe hat ja zum Beispiel auch einen krassen Jagdinstinkt, Bruder. Der kommt, der beißt dir beispielsweise in deinen Nacken oder so, das Ding ist durch. Ein Hai, Bruder, der zerlegt dich im Wasser. Der zerfleischt dich, Bruder. Der cut, bis du irgendwann mal einfach weg bist, Bruder. Also 100, Bruder, Hai ist zu krass, Bruder. Deswegen ich. Ja, ne, Hai ist krasser als Löwe, wollt ihr mir Bruder, sagen? Ich schwör auf alles, ja. 100. Was? Ich nehm den Hai trotzdem. Bruder, ein Löwe ist irgendwo immer noch eine Katze. Nichtsdestotrotz. Ich nehm den Hai. Löwe, ein Löwe ist irgendwo immer noch eine Katze. Ja, und ein Hai ist irgendwo immer noch ein Fisch. Bruder, willst du ein Hai mit einem Fisch vergleichen? Ein Hai hat solche Eier, Bruder. Willst du ein Löwe mit einer Katze vergleichen? Ein Löwe fickt auch mit Männern. Also die ficken mit Menschen. Ein Hai nicht. Wie mit Menschen?
Ein Löwe, der fickt auch Männer. Also die ficken so. Oh nein. Deshalb schickt kein Löwe, schickt ein Universum. Alles gut. Alles super. Ja, geil. Nein, Bruder, keine Ahnung. Also ich persönlich würde trotzdem lieber Löwe nehmen. Heirate jemanden, den du nicht liebst. Heirate jemanden, der dich nicht liebt. Digga. Hart. Guck mal, ich bin ein Beides Arschloch. Hart. Ich bin ein Arschloch, deswegen würde ich sagen, ich heirate lieber jemanden, den ich nicht liebe, aber der mich liebt. Aber das würde jeder sagen, glaube ich. Ja, 100%. Nicht jeder. Doch. Jeder will geliebt werden. Keiner will der Gefickte sein. Oder siehst du was anderes? Naja, alles gut, ich schließe mich euch an. Jetzt stell mal eine Frage jemanden. Wer stellt sich zur Verfügung? Wer will sich zur Verfügung stellen? Ja, ich glaube. Okay, guck mal, Bruderherz, ne? Du bist mit deinem Bruder, mit deinem leiblichen Bruder in der Sahara. Du hast seit 17 Stunden nichts getrunken. Dein Bruder wiederum hat ein 1,5 Liter Fass ausgetrunken. Eine 1,5 Liter Flasche ausgetrunken, hat dir keinen einzigen Schluck gegeben. Ja. Yeah. Oh. Jetzt findest du plötzlich einen Becher, der voll gefüllt ist mit Wasser. Und du hast die Möglichkeit, ihn natürlich auszutrinken. Du trinkst ihn aus, würdest du ihn einen Schluck geben? Nein. Okay, du bist ehrlich, perfekt. Du gehst weiter. Aber nur bis zu dem Zeitpunkt, wo der getrunken hat. Ne? Alles gut. So. Dein Bruder hat zwei Tage nichts gegessen. Dein Bruder hat vor einer halben Stunde noch 2 Cheeseburger reingehauen. In der Sahara ist zwar unreal, aber wir gehen jetzt einfach mal raus. Und er hat dir kein Stück gegeben. Du findest plötzlich einen Cheeseburger. Gibst du ihn ein Stück ab? Nein. Okay. Du gehst weiter, da kommt ein Chinese, Bruder. Warum ein Chinese? Hör zu, da kommt ein Chinese, der kommt dir einfach entgegengelaufen und der hat so eine richtig krasse Bombe gebaut, ne? So ein China-Böller. So ein richtiger Pyro-Karon. Und der sagt, einer von den beiden muss ich den jetzt im Arsch stecken. Würdest du dich zur Verfügung stellen oder dein Bruder? Sei ehrlich. Sei ehrlich, Bruder. Also ich sag dir so, die Animation wird bei dem geil aussehen. Da wird mehr Fett rumspringen. Wir nehmen jetzt okay. Das heißt, du hast den Böller bekommen. Jetzt gehen wir weiter. Kommt auf einmal ein Afrikaner um die Ecke, Bruder, ne? Direkt aus Togo oder aus Kong irgendwo, ne? Tiefste Dschungel, ne? So, aber der hat einen riesen Lümmel. Und der sagt einfach, Bruder, ich muss weghauen. Wen würdest du nehmen? Dich oder ihn? Sag, ich hab schon den Böller in den Arsch bekommen. Hat schon keinen Arsch Nimm mehr. Du! Nimm du! Geht doch nicht mehr, du hast doch keinen Arsch mehr. Weiter, wo rein noch, Bruder? Warte, nimm du den! Schon direkt schon, als du gehört hast, der Afrikaner kommt, musst du zum Scheiß Emrys gefickt! Oh fuck, Bruder! Oh Scheiß, Alter! Ich hab aber einen Test noch mit Shabab. Okay. Guck mal, Bruder, jetzt, wir machen einen Test, ne, aber du darfst nicht schwören, okay? Egal was passiert. Okay, hallo. Du bist in einer Höhle. In dieser Höhle gibt's 3 Durchgänge. In dem linken Durchgang kommst du zu einem Krokodilgehege, in dem mittleren Durchgang kommst du zu einem Löwengehege und im dritten Durchgang kommst du in ein da ist so ein Aquariummäßig mit Hai. Du musst durch einen Durchgang gehen. Hinter dir sind aber auch unfassbar viele Tiere, die dich jagen, Schlangen, egal was. Welchen Durchgang würdest du nehmen? Hai. Like, ich hab den noch mit dem gemacht, du kennst den doch. Nein, wallah, nein. Der hat geschworen. Boah! Baby Skandal, Alter! Wallah, der hat mein Leben gerettet. Ich schwör auf meine Mutter von mir. Aber der kam direkt Wallah, Leute! Ja. Aber mit Kanada-Spiel ist das unfair, Bruder, diese Wallah-Spiel. Ja, ist unfair, Digga. Ist so. Ich hätte einfach auch sagen können, Bruder, sag Wallah, der hätte auch kommen können. Ja, Wallah, ich war fan. Der hat sogar, glaube ich, selber gesagt, Wallah, ich geh da durch! Okay, entweder für den Rest eures Lebens eine Speise essen oder. Stark. Jetzt kommen wir zum Oder. Ja, Wallah, lass mich hier drin. Salam alaikum. Was könnte man dazu noch wählen? Ja. An der Stelle kann man das Video beenden, ne? Ja, das ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt dafür. Und Freunde, schreibt gerne Feedback in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wir sind bald in Runde 2, dann werden wir natürlich mehr davon aufnehmen. Und wenn es euch hier gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns. 5.000 Likes, hau ich dir mit dir. Nein, schon. Er war schon echt.